Sexualisierte Gewalt ist zum einen wenn wir von den Anfängen sprechen, ein Gefühl, was jeder für sich selber erstmal entwickelt. Also ich kann mich zum Beispiel von einem Blick, der mich von oben nach unten betrachtet, belästigt fühlen. Ich kann das aber vielleicht auch als angenehm empfinden. Grundsätzlich ist es an der Stelle eine Form von Kommunikation unter Umständen auch. Und ich merke sehr schnell, ob das jemand aus sexueller Absicht heraus tut, um sich selber da ein Vergnügen zu verschaffen, unabhängig davon, ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Also wenn wir bei einer ganz niederschwelligen Form wie diese sexualisierten Blicke bleiben, finde ich, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Jede Frau muss für sich gucken, wo liegen meine Stärken. Ist meine Stärke zum Beispiel die Sprache, und bin ich in der Lage, schaffe ich es in dem Moment zu sagen, das stört mich, dass du mich anschaust, guck weg. Ja, dann wäre das meine Form, mich so zur Wehr zu setzen. Wenn ich das nicht möchte oder nicht kann oder noch nicht dazu in der Lage bin, dann würde ich mich dann natürlich zur Seite drehen, sodass ich nicht mehr frontal dem anderen zur vermeintlichen Verfügung stehe. Spätestens dann, wenn mich das längere Zeit beschäftigt, dass mir jetzt wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wenn mir das nicht mehr aus dem Kopf geht und wenn ich das Gefühl habe, das beeinträchtigt meinen Alltag, ich denke da zu viel dran, oder auch wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit jetzt umgehen soll in Zukunft. Sie arbeiten nach meinem Verständnis zu viel in die Richtung Sex-Sells. Also es werden zu häufig Begrifflichkeiten aus einem vermeintlich witzigen umgangssprachlichen Bereich genutzt, um die Aufmerksamkeit und sicherlich auch die Auflagenstärke zu erhöhen. Und das finde ich ärgerlich und wünsche ich mir anders.